Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier mit einem neuen Projekt und zwar Starbound. Also nicht so neu, weil es das schon mal gab, aber jetzt starten wir halt nochmal neu. Und zwar mit dem Fralo. Hallo. Und ja, mal sehen, ob das Multiplayer tauglich ist. Ich denke mal schon. Auf jeden Fall ein super Spiel. Ja, das ist dafür ausgelegt, ne? Ja. Und ja, wir werden mal auf den Planeten hier vom Fralo gehen. Wir haben uns mal die Planeten angeguckt und der Planet von mir, der war nicht so toll. Also für alle, die das Spiel nicht kennen, ich denke mal, wir werden das auch noch relativ einsteigerfreundlich machen, weil ich halt selber auch noch nicht so viel gespielt habe und der Fralo auch, glaube ich, noch nicht ganz so viel. Aber uns hat das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und ja. Ich glaube, wenn wir hier den zusammen machen, dann geht das ein bisschen schneller, oder? Weiß ich nicht. Aber es ist ja, glaube ich, dieselbe Dauer dann, oder? Wenn wir einen, also ob das dann so schnell geht. Boah, das dauert ja ewig. Also, du könntest ja gleich mal ausprobieren. Okay. Gut. Was, ein Busch? Kann man den Busch mitnehmen? Ja, den Busch kann man mitnehmen. Da war ein Seed drin. Aber nur bei bestimmten Büschen. Das Gras kann man auch mitnehmen. Echt? War da was von dabei? Also so ein Seed oder so? Oh, Gold. Hier ist Kohle drunter. Ach, du baust schon fleißig ab hier. Alles, ich würde das erst mit der Spitzhacke machen. Ganze Welt wird mitgenommen. Nee, hier sind erstmal Steine, glaube ich, damit wir uns die Dings bauen können. Die Workbench. Bau mal die Ranken hier ab. Ja, also generell bietet das Spiel auf jeden Fall. Oh, du hast Hunger, glaube ich, ne? Ja, etwas. Das hört man nämlich, weil dieses Geräusch, hörst du das auch, ja? Ja. Das ich ist, höre es sehr wenn, deutlich. Wenn einer kurz vorm Sterben ist. Wir haben schon mal ein bisschen gebraucht, um die Aufnahme zum Laufen zu bekommen und deswegen. Oh, hier ist glaube ich was Essbares, oder? Noch ist es nicht schlimm, wenn er stirbt. Nachher verliert man ja schön Pixel. Ist ja auch so eine Sache. Ah, ich habe erst 25. Ah, das geht. Die kann man noch verlieren, das ist kein Ding. Ah, das stört jetzt eventuell ein bisschen vom Geräusch her. Hm. Ja, man braucht, glaube ich, 10 Steine, ne, damit man so eine Spitzhacke sich bauen kann. Aber Holz brauche ich auch erstmal für komisch. Ich weiß gar nicht genau, wie viel man da braucht. Oder 20, irgendwie sowas. Bauen wir erstmal die ganzen. Ich glaube, die kann man essen, oder? Machen wir mal gleich einen Spawnpunkt hier, so eine kleine Base, ne? Weil da kommt man ja jedes Mal wieder hin. Wo war der Spawnpunkt? Hier drüben. Ein bisschen weiter rechts, direkt neben dem Hügel da hinten. Okay. So, dann haben wir hier mal so eine Workbench hin. Ich glaube, die müssen wir ja beide machen, oder? Ah, jetzt habe ich 2 davon gebaut, oder? Bau die da hin. Oh, ich muss irgendwas Essbares finden. Ich glaube auch. Mal kurz da hinten. Du hast doch vom Schiff das hast du schon verbraucht, oder was? Was du auf dem Schiff standardmäßig hast? Hat man da überhaupt was? Naja, da ist immer was drauf, standardmäßig. Sapling oder was? Nee, da war, glaube ich, noch ein bisschen Essen bei, oder nicht? Weiß ich nicht. Nö. Also ich habe nichts bekommen. Oder ich habe schon gegessen. Nee, ich weiß auch nicht, ob das so war. Hier. Zu 100% war so. Brauchen wieder Holz. Ich brauche ein Holz. Damit ich hier eine Hacke bauen kann. Ich bin vergiftet. Ah, ich bin gestorben. Da habe ich wenigstens keinen Hunger mehr. Ja, ich habe mir hier den Affen ausgesucht, weil der wohl irgendwie höher springen kann. Und der Fralo hatte den, der schneller abbauen kann, glaube ich. Aber wo man vorn. Genau. Wo wir vorn die Bäume genommen haben, waren wir aber trotzdem gleich schnell, oder? Möchte ich behaupten. Ja, bei mir ist es immer noch so ein. Nur um Blöcke. Also um die anderen Blöcke, nicht um Bäume. Ach so. Bei mir ist das immer noch so ein bisschen am Hacken hier, das Spiel, aber. Okay. Der ist zum Beispiel eben durch mich durchgegangen vorher. Oh, da gibt's Beeren. Da gibt's was zu essen. Können wir uns gegenseitig schlagen? Ja. Nein. Hast du die jetzt bekommen? Nö. Du musst benutzen drücken. Oder hast du jetzt. Hast du immer noch Hunger? Ja, ich hab Beeren bekommen. Hast du immer noch Hunger? Nein, ich hab keinen Hunger mehr. Nein. Also ich habe am Anfang hier Bananen-Seeds und. Achso, das sind nur Seeds. Ich dachte, das wären Bananen. Okay. Bananen habe ich auch noch nicht gehabt. Cool. So, auf jeden Fall. Oh, ich heb mir einer hoch hier.
Oh, Essen, ja. Kannst du doch nicht essen, da musst du erst braten dann. Ja, brauchen wir Stein für. Boah, es dauert ja eine halbe Stunde. Ich helfe dir mal. Als nächstes brauche ich mir dann gleich eine Axt. Warum fällt das jetzt in die Richtung? Hau bei mir her. Bei mir hackt das immer. Im Runterfallen hackt das total. Ich nehme hier die Truhe mal mit, ne? Können wir uns an die Basis stellen? Jojo. War da was Schönes drin, oder? Nicht so viel. So. Ja, ja. Mein Affe ist hier am meckern. Weil er Schaden kriegt. So, die Steinhacke könnte ich schon bauen. Achso, ich muss ja noch das Holz verarbeiten. Stimmt. Stimmt! Achso, jetzt habe ich den Timer gar nicht angestellt. Ist ja auch geil. Aber dürften jetzt so 3 Minuten aufgenommen haben, glaube ich. Ja. Dann gucke ich da nochmal rein. Wenn wir bei 11 sind oder so. Gut. Ich brauche diese komischen Dinger. Die kann ich nur hier. Muss das Ding auch nochmal bauen, glaube ich, ne? Ist ja, glaube ich, immer so ein Ziel da. Für so eine Quest. Also ich packe hier mal so Sachen rein, die ich jetzt gerade noch nicht brauche. Hab ich gar kein Holz gekriegt eben. Du hast alles an Holz gekriegt, weil ich so langsam war und da nicht durchkam. Schmeiß mir mal bitte ein bisschen Holz hin. Ich brauche eigentlich nur einen oder so. Muss ja eigentlich total viel haben, oder? Ich pack das mal alles hier rein. Okay. In die Truhe. Kannst du direkt nehmen. Beeren. Eisen. Boah, ich höre die ganze Zeit Mücken hier rumfliegen. So hört sich das zumindest an. Ich habe irgendwie so eine Vögel da im Hintergrund. So. Jetzt muss ich auch schon mal mir die Dings bauen. Ah, ich bin aber auch ein bisschen verplant hier gerade. Erstmal die Wood Planks brauche ich. Und dann brauchen wir noch die Hacke. Wo ist sie? Ich habe dir mal 5 Bandagen hier reingepackt. Jo, danke. Da ist die Spitzhacke. Und dann hole ich mir gleich noch so ein... Für die Axt habe ich nicht genug Cobblestone, da muss ich gleich mal was abbauen. Wie viel braucht man denn für die Axt? 10. Oh. Dann muss ich noch was holen. So, der ganze Plunder kommt erstmal weg. Und dann können wir gleich mal so ein kleines Beet anlegen, damit wir dann noch mehr Essen kriegen. Ja. Da wusste ich auch noch nicht, wie das genau geht, das musst du mir mal gleich zeigen. Das ist wie bei Minecraft, du musst einfach nur den Boden eben machen und dann das reinpflanzen. Weil ich habe das mal versucht direkt auf dem Boden und das hat nicht funktioniert bei mir. Ich hole mal ein bisschen Stein hier. Immer erst ebnen. Planieren oder wie auch immer. Oh, das geht mit der Spitzhacke ja auch wesentlich besser und schneller. Hast du schon einen? Ja, ja. Spitzhacke habe ich schon. Jetzt bin ich hier vergiftet. Aber ich... Ja, man hört bis hierhin. Ich bin tot. Ich habe nicht auf mein Leben geguckt, das war auch super. Eigentlich habe ich noch keine wirklichen Credits. Achso, man kann das ja auch wegdrücken, diese Sequenz, wo man da geboren wird. Aber beim Affen will ich das noch einmal gezeigt haben. Ja. Ich fand's auch gerade ziemlich interessant beim Roboter, wie er da zusammengesetzt wurde, oder? Einzelne Bestandteil. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. So, jetzt muss ich ja zu deinem Ding. Alpha Omega PSC irgendwas. Gut, und dann baue ich mir jetzt hier so eine schöne Axt. Und dann so ein anderes Ding noch. Die Hacke. Ah, da habe ich wieder nicht genug Woodplanks für. Meine Güte, brauchen wir da viel. So, dann werden wir gleich mal die Dinger hier wieder einpflanzen, die Bäumchen. Ah, hast du ein bisschen Holz übergelassen? Ein feindlicher Vogel. Hilfe! Ich hab noch keinen Bogen oder sowas. Ja, es ist tot. Boah, man das für ein Knallfrosch eben. Ha! Zack. Zugeschmissen. So. Erfolgreich verteidigt. So, jetzt wollte ich mehr. Und hier noch einen hin. So, jetzt können die Bäume wieder schön wachsen. Dann können wir das daneben mal ebnen und dann
Können wir dann noch ein kleines Beet bauen. Rotblanks hier. Kann ich mir, glaube ich, jetzt... Können wir versuchen, ob man das in den Berg reinbauen kann. Oder ob man da wirklich Licht für braucht, aber ich glaube nicht. So. Hattest du jetzt schon eine Axt gemacht? Oder hattest du eine Pickaxe gemacht? Ne, eine Axt habe ich nicht. Ah, nee, ah, ich habe eine zweite Pickaxe gemacht. Ich bin blöd. Willst du eine haben? Hast du noch? Hast du schon eine? Nein, ich habe noch keine. Gut, dann hau ich die hier rein. Also, das hätte ich jetzt eine gemacht. Nö, dann kannst du eine Dings machen. So eine Holzaxt. Ja. Eine Holzaxt dann. Genau. Deswegen hatte ich nachgefragt. Nicht, dass wir es nachher doppelt haben und dreifach. Nö, wo ist es denn jetzt hier? Da. Das passt schon. Gut. Nein. Da. Mach ich für dich auch eine mit. Doktor-Spawner habe ich hier. Oder hast du gesammelt? Das ist ja cool. Können wir, wenn wir ein eigenes Haus nachher haben, können wir dann Doktor reinnehmen. Ja. Das war, glaube ich, in der Truhe gewesen. Hast du die schon reingepackt hier, die Axt? Yep. Ach, da ist ja gut. So, ein bisschen sortieren hier rum. So durcheinander hier. So, dann brauche ich noch so eine Haue nachher. Wenn die Bäume wieder gewachsen sind. Ja, wir machen das dann so, dass wir immer die Planeten nach und nach dann auch erkunden. Auf dem werden wir jetzt hier erstmal bleiben, denke ich mal am Anfang, ne? Ja. Und dann... Soll ich dir ein bisschen den Hintergrund hier auch noch wegmachen? Ja. Sieht besser aus, glaube ich. Ich denke mal, du möchtest so ein bisschen in den Berg reinbauen, oder? Ja, ich will den aber auch nicht abtragen. Ich will hier nur so ein kleines Beet machen. Oh, da oben ist einer. Damit wir immer Essen haben. Hilfe! Ich bin doch nur dabei, den Berg abzubauen, Mensch, warum? Oh, der hat mich ja eh nicht angegriffen. Nur den aggressiven Fralo, ne? Der hatte nur Augen für mich. Auf jeden Fall. So. Dann werde ich hier erstmal das... Achso, ich habe gar keine Haue. Ich brauche einen Baum. Gib mir den Baum. Ist noch nichts gewachsen hier. Aber ich will jetzt auch noch nicht viel weiter gehen hier. Wir erstmal den Quatsch hier abbauen. Ah, das ist auch. Bei mir leckt das hier so komisch. Der aktualisiert das immer erst relativ spät, wenn ich was abbaue. Das ist natürlich nicht optimal. Das liegt daran, dass ich diesen. Ja, wird wahrscheinlich noch verbessert. Ja, es liegt an diesem OpenGL-Mod. Das ist da generell so. In dem Modus, glaube ich. Dafür läuft der bei mir aber relativ stabil. Für jegliche Lags entschuldige ich mich natürlich schon jetzt, aber das wird wahrscheinlich vorkommen, ganz oft vorkommen. Ist halt so. So, eigentlich brauchen wir Metall noch nicht, aber können wir mir mal mitnehmen. Braucht man nachher für Rüstung, ne, oder? Und für den brauchst du nachher für fast alles, da kannst du dann auch Stahl oder so noch, oder irgendwas noch draus machen, also... Das kann man im Endeffekt immer... Soweit habe ich, wie gesagt, noch nicht gespielt bei dem Spiel hier. Ja, also es geht wirklich so weit, das Spiel, und es ist auch so vielfältig, es ist fast immer... Ja, es soll auch ganz viele unterschiedliche Planeten geben. Ja. So, Wachse, Baum, Wachse. Ich will eine Gießkanne haben. Hui, die bringen sich hier selber um, weil die immer in dieses Poison-Ding reinspringen. Boah, da unten ist eine übelste... Da sind 6 Monster. Jetzt bräuchte ich einen Bogen. Wo bist du denn? Na, hier einfach nach links gelaufen, ein Stück. Das sind 6 Monster. Ah, ich guck gleich mal. Im Bogen brauchen wir noch das, diese Ranken, ne? Ja. Wenn du da in die Höhle reingehst, wo du da glaube ich in der Nähe bist, da sind noch Ranken unten. Ja. Wird dann auch den nächsten gestartet. So, ach, komm. Ach, ihr seid friedlich. Das waren sogar noch mehr als 6. Stirb! Oh, die haben diesen komischen Body Slam, wo sie einen da in die Luft mithauen. Das ist übelst gefährlich, weil die einen damit immer treffen. Ich hab alle getötet. Ich bin der mächtige Affe. Der die ganze Zeit Lags im Hintergrund hat. So. Brauch mal Licht hier unten. Ich seh nichts mehr. Zack. Jetzt hat das Gift hier das erste Mal gewirkt, ey. Ich sollte mir mal ein bisschen Leben hier auffüllen. So. Man hört dich wieder bis in die Höhle rein. Ja, das ist toll. Ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, nur das hört sich komisch an. Das war nur der Affe, der die ganze Zeit diese Geräusche macht. Die anderen machen das gar nicht.
Ja, ich glaube, die Menschen machen auch so ein paar Geräusche, aber nicht so Ja, extrem. aber ist die ganze Zeit, ey. Immer wenn der Schaden kriegt. Auch ein Baum. Ich gehe mal kurz nach oben und gucke, ob da ein Baum wächst. Ist ein übelstes Loch. Ja, wenn ihr das natürlich aus einer anderen Perspektive sehen wollt, das Ganze, dann könnt ihr das auch auf dem Channel vom Fralo machen. Wie heißt der Channel nochmal? Oxebamul. Genau. Aber ich werde den nochmal verlinken dann. Oh. Mein Ist, glaube ich, Gott! einfacher. Boah. Wurde hier Was 50 Kilometer passiert? in die Luft geschleudert mit so einem komischen Body, was weiß ich, was das heißt. Das war ganz extrem. Weiß nicht, ob das nur als Lag so war oder was. Nee, die springen generell übelst hoch, die Viecher. Guck mal da hinten. Die haben irgendwie Gummibärentrank gesoffen oder so. Meinst du die Orangen hier? Naja, Oder die die braunen? Schwarzen da hinten. Muss nochmal den Oh, da Bandana sind aber heben. noch mehr davon. Eins, zwei, drei Stück. Kommen die alle her? Sind alle da gespawnt, da oben auf dem Berg und sind dann runtergefallen. Boah, hier, ich mach immer diesen Gravitationshieb. Weiß ich, wie das heißt. Stirb! Oh, wird schon dunkel. 206 Dinger habe ich jetzt. Komm her! Nein! Ich finde die Lex cool, weil Boah, die ich höre hier die irgendwie. ganze Zeit im Hintergrund dieses Geräusch, als wenn du eine Mücke in deinem Zimmer hast. Kennst du vielleicht im Sommer? Wenn man dieses feine Surren. Boah, mag ich überhaupt nicht. Ich höre Richtig immer nur schlimm die sowas. Vögel piepen hier. Und jetzt ist irgendwer gerade in der Giftlache am Sterben, glaube ich. Das hört man aber auch ziemlich weit immer. Ich So, wir mache hier müssen mal mal langsam ein Feuer ein machen. Lagerfeuer. Genau, Ja. damit das nämlich warm bleibt. Mache ich schon. Wenn ich es kann. Brauche Holz. Wo ist denn Lagerfeuer? Nein, kann ich gar nicht bauen. Was fehlt mir denn dafür? 200 brauche ich. Habe ich nicht. Hast du so viel? Ja, habe ich. Ja, dann mach du das. Mal gucken. Braucht man ja nicht viel für, oder? Für das Lagerfeuer. Na, 200 hier Währung Fünf oder was das sein soll. Holz brauche ich dafür. Muss noch mal gucken, du hast ja Holz da drin gehabt, ne? Toll, hätte ich mir auch vorher nehmen können, hätte ich mir diese Steinhacke schon bauen können. Doof. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle schon mal Schluss, sonst werden wir hier, glaube ich, überziehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ciao.